Genau, und dann. Hallo und herzlich willkommen zu GeoGuessr Episode whatever 69420. Wie viele Episoden gibt es wirklich schon? So oft haben wir das gar nicht gespielt. Ich sage Episode 420. I'm 420'd up right now. 420'd up. I'm 420'd up. Let's go, bro. Let's get it. Oh, okay, was ist eine Drop Group eigentlich? Das klingt sehr. Da steht. Das klingt, als wäre das Warzone. 109 Drop Groups. Steht da. Ah, ja. Was heißt das? Kann man draufklicken. Achso, das ist einfach die Länder. Ah, fuck, warte, wie mache ich das jetzt hier? Oh mein Gott, das. Fuck. Achso. Ah, ich bin retarded. Ich werde jetzt einfach Start klicken, passt das? Mach mal Movement oder No Movement? No Movement natürlich. No Movement, die Hardcore. Das war ja kompetitiv da. Oh je. Oh, ich hab das so lange nicht mehr gespielt. Ich hab das auch. Als letztes haben wir das jetzt zusammengespielt. Welches Time Limit hast du eingestellt? Eine Minute. Ich muss einmal da ein bisschen Stuff zumachen. Hast du schon Vibes oder wie schauen wir aus? Ja, ich hab schon Vibes. No Movement, gell? Ja. Shit. Wir sind eh immer im. Wir haben eh beide das gleiche Bild, oder? Ja, natürlich. Ja, sonst wäre es irgendwie cringe. Sonst wäre es irgendwie cringe. Sonst wäre es irgendwie komplett unfair. Oh shit, fuck, ich muss irgendwas drücken. Ah! Ich bin so daneben. Finnish guy as fuck. Ja, natürlich ist es Indonesien. Ah. Nice one. Warte mal, wo waren das wirklich? Also du bist in Indonesien, das waren die Philippinen. So herum. Ich bin der Burger aus irgendeinem Grund. Und du bist ja, dieser Undertale-Hunter oder was ist das? Ja, genau. Mann. Wieso hast du dir Philippinen ausgesucht? Indonesien meine ich? Ja, das sind so diese Waka Waka People, weißt du? wie soll man sagen? Kennst du diesen einen Ausschnitt von, kennst du wahrscheinlich nicht diesen Podcast, dieser Redhead da und Bobby Lee? Kennst du das? Kennst du diesen Podcast? Das ist der Bobby Lee, oder? Ja, Bad Friends. Und du meinst den Fear One, meinst du den? Nein, nicht den Fear One. Nein, okay, das ist ein anderer. Nein, der Fear One. Ich rede vom Andrew Santino. Bad Friends heißt das. Kannst du mal anschauen, das ist ein witziger Podcast auf YouTube. Mhm. Aber es gibt halt auch voll viele Shorts von dem. Und da gibt es halt so eine Szene, wo... wo er so sagt, so I'm Asian oder was? Ich schick dir das nach, ist wurscht. Ich kann, okay. Mach einfach Next round. Ja, let's go. Einfach eine Straße. Ah, warte. Ja, Marie Hamne. Puh. What the fuck is this? Hast du Vibes? Ja, aber ich krieg die immer, ich verwechsel die immer. Ich sag, das ist exactly here. Tschüss. Exactly here. You know? You know how it be? Alter, wenn das jetzt stimmt. Irgendwo hier. Wenn das jetzt stimmt, das wäre so crazy. Ja, gar nicht so schlecht. Okay, es war weiter rechts, aber... Warte, wo du bist? Warte, ich war in Norwegen, du warst in Schweden. In Schweden, ja. Und es war... Also es war Finnland oder was? Weil wir beide nicht den Country noch in Schweden? Nein, es war gerade in Finnland. What the fuck? Ja, es ist... Literally gerade in Finnland.
Was ist das für eine Scheiße, Alter? Auf der Insel, die sind schon. Oh my god, bro. Jesus Christ. Was ist das, Alter? Irgendwo im fucking Norden, ey. Okay, next one. Oh. Oh, competitive. Alter, da ist schon mal irgendwas. Was ist das, ein Finca oder wie heißt die Scheiße? Das könnte man so nennen, ne? Wie heißt das? Purok 4. Das klingt wie so ein Videospiel aus den 90s. Hast du das Schild schon gefunden mit Purok 4? Nein, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also, kennst du. Number of families, number of household. Ist ja irgendein Hotel so. Male, female, total. Aber. Ernesto Galase, Rodolfo Corfutz, Josefine Malano. Ist ein bisschen. Oh shit, warte, fuck. Ja, keine Ahnung, hier, ich weiß es echt nicht. Finde ich gut. What? Fuck. Wieso bist du so gut in dem? Warte. Wieso sag ich immer Südamerika? Du warst in Südamerika, ich war in Thailand. Es sind schon wieder die verfickten Philippinen, Alter. Was? Aber war das nicht Spanisch? Ich dachte, das ist Spanisch. Ja, ich habe auch zuerst gedacht, Spanien. Habe ich auch zuerst gedacht. In Spanien, aber in Südamerika. Nein, Alter, hast du dir die Sprache angeschaut auf den Schildern? Das war eindeutig so Asian. Was? Das hat voll Spanisch gekommen. Was? Ich muss mir das nachher mal anschauen. Oh mein Gott, das ist einfach eine motherfucking tree line, Alter, und sonst nix. Ja. Ja. Das ist schön. Was? Das ist schön, irgendwie Flyover Country wetten. Ja, das ist alles Flyover Country. Das ist doch fucking Flyover Country. Oder wenn das jetzt stimmt, raste ich aus, weil das war jetzt gerade so ein Wild Guess. Hast du Vibes? Na, absolut nicht. Alter. Allein wenn ich im richtigen Land bin, bin ich schon stolz. Ich bin stolz, wenn ich im richtigen Kontinenten bin. Stimmt. In meinem Fall kommt es aufs Gleiche raus. Was? Da war ich sogar. Das gibt's ja nicht. Bro, es war sogar almost in the area. Ich habe Oklahoma, ja. Es war einfach in fucking Kolumbien, aber fast. Panama, aber ja. Ah, fuck. Du hast einfach Afrika. Zuerst wollte ich auch Südafrika sagen. Ja, man dachte irgendwie die Bäume oder so. Ja, die Bäume haben schon so Südafrika-Vibes gegeben. Boah, ja. Ich war kacke richtig. Weißt du, was irgendwie komplett aushängend ist? Dass ich so einfach randomly GeoGuessr einfach so established hat bei uns so als Serie. Ja, jetzt haben wir sie lange nicht gespielt. Ja, schon, aber das ist einfach so, keine Ahnung. Ja, weil wir ja sonst nie was anderes spielen, was du wir haben halt. So out of nowhere. Ich wäre voll dafür, dass wir mal Green Hell spielen. Ja, stimmt. Das muss man echt einmal spielen, damit wir mal das Meme beenden. Ah, fuck. Wo ist denn das, ey? Ich kann's da echt nicht sagen, wo das ist. Scheiße. Ist das nicht einmal ein License Plate oder anything? Okay. Wild Guess. Ich kann nicht auf. Okay. What? Britische Jungfern, nein, amerikanische Jungfern. Alter, ich war schon wieder besser, obwohl ich so weit daneben war. Jesus. Ja.
Gut, da haben wir jetzt nicht viel. Naja, wobei, ich war nicht in Afrika. Du, ich auch nicht. Naja, ich war nicht in Afrika. Ich war nicht in Afrika. Ja, das stimmt. Aber ich habe mir gedacht, Südafrika würde voll Sinn machen, müsste so gated community. Es könnte so fast jedes Ding irgendwie eine gated community oder so sein. You know? Na, da war wirklich ein Gate. Na, aber das ist halt so irgendwie so eine Whatever-Aussage. So. Gated Community. Was? Verstehst? Es könnte fast jedes irgendwie eine Gated Community sein. Nur weil da ein Tor ist, ist es eine Gated Community. Ja, hast du das nicht gesehen? So, das hast du schon. Na, das hat einfach ausgeschaut wie irgend so ein fucking. Ach, keine Ahnung, wurscht. Ja, GG. Back to Lobby. GG, ich hab dich komplett zerstört, machen wir noch eins. Ah, okay, dann willst du es die Revanche, okay. Rematch. Passt. Dann mal sehen. Wer wen zerstört? Absolute Zerstörung hier. Es passt irgendwie zu absoluter Zerstörung. Ein bisschen, ne? Ah, what the fuck? Das ist doch Afrika, oder? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, jetzt nochmal Real Talk. Ich hab nicht den Horror. Wobei, allerdings. Alter, ich hab grad Second Doubts irgendwie. Weißt du's schon? Ja, ich weiß es. Ganz klar, hallo? Du bist ja African Geography Expert, oder? Richtig. Von der University of Johannesburg. In Afrika. Ja, natürlich, jetzt ist es natürlich Libyen. Alter, was? Wow. Bruder? Warte, wer war jetzt What oben? The fuck, wer hat jetzt mehr Punkte gehabt, eigentlich, in der letzten Runde? Du, oder? Ich habe 2 gehabt, du hast 1 gehabt. Okay. 2 versus 1. Oh mein Gott. Shit, Alter. What the fuck is this? Jesus. Jesus Christ! Absolut keine Ahnung. Das sind die schwierigsten Geoguess-Routen, die wir hatten. Ich mache jetzt einen Wild Guess. Es kann kompletter Bullshit sein, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Es kann kompletter Bullshit sein oder es kann komplett spot on sein. Ah. Okay, es ist kompletter Bullshit. War tatsächlich kompletter Bullshit. Ja, aber irgendwie ganz ehrlich, diese Desert und so, das... Ja, eh, ja. Das hat schon Desert weit. Ich war sogar in Chile kurzfristig. Ich hätte sogar viel mehr gekriegt. Scheiße. Das hat sogar Desert. Wie hast du das rausgefunden? Ich habe das Schild mir angeschaut und ich habe es so nicht ganz lesen können, aber es hat irgendwie Spanisch gewirkt. Spanisch? Mhm. Ich habe das Schild gar nicht gesehen, glaube ich. Mhm. Damn. Die halben Punkte von der letzten Runde. Oh mein Gott, das ist schon wieder so cursed. Ganz ehrlich, das ist cursed. Ist das cursed? Ja, ich meine, schau dir das aus an, das ist fucking cursed. Was sagt das Schild? What? Verwirrt dich das Schild gerade auch komplett? Na. Na? Wieso verwirrt dich das Schild? Es ist dir vollkommen klar von dem Schild, wo das ist, oder? Na, aber ich ignoriere das einfach. Okay. Oh, du warst gut für Irland.
Schottland genommen. Ja, ich habe mir gedacht, das ist wieder schon dieser komische Kauderwisch, das muss Ireland sein. Ja. In Galway, aus irgendeinem Grund, ich war noch nie in Irland, aber ich bin kompletter Irland-Experte. Das ist komplett cool. Apparently. Apparently, brother. Boah, okay. Jesus. Das ist schon wieder so brutalist architecture-mäßig. You know? Wo könnte das sein? You know what I mean? Es ist auf jeden Fall in a depressing place. In das? Nicht so schlimm. I would suppose. Scheiße, wo ist das? What the fuck? Maxim. Oh shit. Fuck, wo ist das? Okay, so Ecuador. Ich finde da keine Punkte. Okay, ich so, gotta be Moldavien. Oder was hast du für Anhaltspunkte? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Eigentlich auch nichts, nur Gefühl. Ich habe irgendwie so Ostblock-Vibes bekommen. Ich weiß nicht, so wie kommt man auch in Südamerika dazu? Ja, also diese abgefuckten Beton-Buildings, diese hingerotzte Scheiße. Okay, hör mal auf, jetzt Ostblock zu haten. Okay, grüne Wiese, let's go. Das ist schon spannend. Das ist eine schöne Wiese. Das ist in Fürthbo. Also, nein, da hinten sind Palmen, oder? Nein, es ist Fürthbo. Es ist einfach Fürthbo. Gerade bei Fürthbo. Oder es ist die komplette Lush Greenery da, gibt dir. Schon ziemlich schick. Schon ziemlich lush. Boah, hey. Wo genau das ist, ist keiner. Wenn der Country stimmt, wäre das krank. Hast du eine Ahnung? Boah, wieder Indonesien. Aber wir waren beide in der Vicinity. Ja, ich war ein bisschen näher, deswegen. Du bist ein bisschen näher, deswegen. Aber wir waren ziemlich gleich wieder 5-5. Deswegen haust du mich komplett weg.